Ich öffne 3 Karmesinopurpur-Booster-Packs und aus den daraus gezogenen Pokémon werde ich mir dann versuchen, ein 6er-Team zusammenzustellen, um dann damit hoffentlich einen Kampf in Karmesinopurpur gewinnen zu können. Das ist zumindest der Plan. Ob der Plan aufgeht, ist sehr fraglich und das werden wir jetzt herausfinden. Viel Spaß! So, wir fangen direkt an mit Pack Nummer 1. Nicht wundern, das ist alles ein bisschen provisorisch hier aufgebaut, so wie halt immer. Weil ich habe nicht das beste Setup dafür, aber ich hoffe, das funktioniert. Hauptsache, ich kann die Karten öffnen. So, ich mache safe die Packung wieder falsch auf. Ich hätte mir vielleicht eine Schere besorgen sollen. Das wäre deutlich einfacher gewesen, weil jetzt merke ich gerade, dass ich das nicht aufbekomme. Stark! Ich hole mir kurz eine Schere, wisst ihr was? Eine Ewigkeit später. Karten wollen nicht raus. Das ist schon mal super. Die haben gar keinen Bock, hallo? Gut! Wie mache ich das am besten? So sieht man es am besten. Also, wir haben einmal Mobtiff, haben wir, glaube ich. Gladiantri, Schlickdri, Ten... Toxa, Tentera, Tentagra, Tentagra. Dann haben wir Riffex. Okay, das ist ein gutes Mon. Wir haben, oh, Vermiebt auch gut. Skelokrok. Definitiv nein. Nochmal Tentagra. Ach, ich habe den Kartentrick gar nicht gemacht. Gibt es hier einen Kartentrick? Keine Ahnung. Das ist die Reverse hier. Und wir ziehen Pamomamo. Ist das ist die beste Karte, ne? Ja, eine Holo. Oh, aber die sieht ganz cool aus. Und vor allem, Pamomamo ist kein schwaches Pokémon. Ich würde sagen, ein paar potenzielle Kandidaten fürs Team auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, was ich dann draus mache, ist dann so ein bisschen meine Sache, aber an sich ganz coole Pokémon. Und ich mache das nächste Pack auf, aber irgendwie gehen echt scheiße auf. Oder ich bin einfach so blöd dafür. Beides möglich. Ja, aber Kartentrick, ne? Ich weiß nicht. Ich mache mal 3 von hinten nach vorne. Aber ob das stimmt, I don't know. I doubt it. Nee, stimmt schon mal nicht, weil das ist, glaube ich, ja, das ist schon mal falsch, weil, hey, Junge, was ist? Gibt es hier einen Kartentrick überhaupt? Riolu, guck mal, hier schon die beste Karte und zwar, eine EX. Fragrunz EX haben wir gezogen. Also das ist doch durchaus in Ordnung. Die Karte sieht merkwürdig aus. Könnte ich mal Fragrunz annehmen, wie fett ist das auf der Karte? Nichts gegen Fragrunz, aber guck mal. Aber nett, wir haben eine EX gezogen. Das kommt bei mir selten vor. Eigentlich nie. Ich habe bei TCG nie so wirklich Glück gehabt. Also ich weiß, da jammern alle immer so ein bisschen rum. Aber auch als Kind hatte ich da immer relativ viel Pech. So, wir haben... Ist das ein Slimog tatsächlich? Gibt es Slimog im Spiel? Muss es ja. Wobei, sind die Pokémon safe im Game? Ich meine, Florges... Kamera, hallo? Schlaraffel auch nicht, oder? Wissen sie ja. Aber Florges? Ist Florges in Karmesin? Doch, Florges ist auf jeden Fall drin, glaube ich. Jetzt letztes Pack erstmal. Und dann überlege ich mir schon irgendwas. Ist ja nicht eure Aufgabe, ne? Wenn ihr das übrigens nochmal sehen wollt, dass ich das nochmal mache, dann schreibt das gerne rein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Supportet mich. Supportet eigentlich nur mich. Aber ihr könnt Teil des Ganzen sein. Und das ist doch auch schön. Wer will kein Teil von meinem Leben sein? Wahrscheinlich die allermeisten. So, gut. Ich mache mal keinen Kartentrick. Ich habe das Gefühl, das ist eh Blödsinn. Den Ulini, schön. Schlickdri haben wir nochmal. Wir haben, ja, das ist die Vorstufe, ne? Schade. Mobtiff, leider ist sehr viel unterentwickelte. Vivillon. Oh, Buckle ist aber ganz cool. Buckle, Kurtel, auch im Spiel. Slimer, ja, nicht so gut. Traumato, Dann haben wir, was ist das denn? Klavio, okay, das ist ein gutes Mon für Competitive tatsächlich. Oh, sehr gut. Das war, glaube ich, schon die beste Karte. Energie, ja, das war ja gar nichts. Was war denn da jetzt unser Hit? Ah, Kurtel, glaube ich. Kurtel war der Hit. Ja, gut. Also, ich guck mal, was wir hier so haben. Also, Klavio ist ein potenzieller Kandidat. Wir haben schon ein paar Kandidaten, die voll entwickelt sind. Buckle auch zum Beispiel. Ich glaube, ich werde mir da mal ein paar Pokémon raussuchen. 6 an der Zahl natürlich. Und was ich dann draus gemacht habe, das seht ihr in wenigen Sekunden. Für mich wahrscheinlich erst morgen. Für euch in wenigen Sekunden. Mal gucken, was ich aus den ganzen Karten so gemacht habe. Ich bin selbst ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt. Das sehen wir jetzt. Sondern ich habe mein Versprechen gehalten. Es ist tatsächlich exakt ein Tag später. Deshalb nicht wundern, wenn ich jetzt hier anders aussehe. Haare sehen noch beschissen aus als gestern. Aber ist egal, denn ich habe mich für 6 Pokémon entschieden und habe mir das Team zusammengestellt. Und ich bin gespannt, ob das irgendwas taugen wird. Ich habe keine Ahnung. Es könnte schwierig werden, aber ich habe auf jeden Fall mal ein paar Mons rausgesucht, wo ich mir so dachte, ja, die sind's. Wir gehen kurz durch. Klavio musste dabei sein. Das ist einfach die Nervensäge unseres Teams. Mit Strolch natürlich, Donnerwelle, Schmarotzer, Reflektor, Stachler. Also einfach ein bisschen normale Klefki-Dinge. Klavio, wie es leibt und lebt. Vermiebs genauso. Das ist auch so ein Standard-Set, glaube ich, mit der Großlinse. Wo sieht man die Items? Großlinse. Genauso wie bei Riffex. Der hat welches Item nochmal? Haltspray, genau. Das heißt, Overdrive und Überschallknall sind auch noch stärker. Das ballert rein. In Kombination ganz gut mit unserem Schlaraffel. Denn dem habe ich den Terra-Typ Boden gegeben, dass wir quasi Overdrive spammen können. Ob das so funktioniert, keine Ahnung. Aber es war zumindest mal die Idee dahinter. Hier Schlaraffel übrigens auch mit der Apikobeere. Erhöht Spezialverteidigung in Not. Und ja, typisch Schlaraffel halt. Dann haben wir Vivillon im Team tatsächlich, weil das Ding liebe ich. Und das wird auch als erstes eingesetzt. Mit dem Fokusgurt einfach, kennt man, eine Falte reigen und dann einfach alles wegballern. Hoffentlich funktioniert das. Wahrscheinlich eher nicht, aber wir probieren es. Deswegen auch an erster Stelle, weil wenn so Tarnsteine kommen, eher ungut. Und dann noch Kurtel. Auch eher so defensiv, ne? Turbodreher, um das Zeug wegzubekommen und so bla bla bla. Und als Item Beulenhelm, weil ich nichts anderes hatte. Das ist die einzige Erklärung. Gut, lange Teamvorstellung. Es geht, so lang war die gar nicht. Und ich suche mir jetzt einen Gegner raus. Wir machen einen Doppelkampf.
Und mal gucken, ob wir mit diesem Team gewinnen können. Ich bin gespannt. Let's go. So, Luis will kämpfen. Komm, Luis. Hast du Bock, gegen mich zu kämpfen? Safe. Wer hat keinen Bock? So, normale Regel natürlich. Ich hoffe, er hat kein zu krasses Team mit vollem Legi-Engagement. Wäre nicht so geil. Auf Legis habe ich jetzt nicht so Bock, weil ich habe hier Schlaraffel, Kurtel und so. Also wäre vielleicht ganz nett, wenn du nicht OP-Monster dabei hast. Ja, okay. Okay, oh, der hat sogar Hisui Dressella dabei, krass. Okay, wir haben die Sandburg, wir haben Ground und wir haben Cresselia, Kurtel, Uhafnir, Dressella. Okay, was könnten wir als erstes reinstecken? Ich meine, ich habe gesagt, ich möchte ganz gerne Clamion und Vivillon reinpacken. Strolch und dann schon mal irgendwie was paralysieren oder so. Aber das ist halt auch gewagt. Vor allem Groudon und so. Aber ich probiere es. Vielleicht leadet er nicht mit Groudon. Vivillon ist hier gar nicht mal so gut, fällt mir gerade auf. Aber okay, wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja Glück und können uns direkt irgendwie boosten. Das ist ja der Plan. Ich boost mich hoch. Clavion hier zerstört die anderen schon mal ein bisschen mental, ja, Paralyse und so, oder Reflektor und dann zack, sweepen wir einfach durch. Das ist die Traumvorstellung, die wird garantiert in Erfüllung. Natürlich kommt direkt Groudon rein und du Uhafnir. Das ist der beschissenste Matchup, was hätte sein können. Und vor allem könnte er Groudon, kann der Tarnstände legen? Bestimmt. Ich habe natürlich einen Fokusgurt. Ich werde jetzt erstmal Uhafnir paralysieren. Ich versuche einen Falter rein, aber es könnte direkt schief gehen und Vivillon könnte sterben. Das Ding ist, ich weiß, ich kann Groudon Tarnstände bestimmt. Vielleicht legt er die Tarnstände raus. Dann habe ich eh verkackt, wenn ich jetzt rauswechsle. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal drin. Donnerwelle trifft. Das kann nämlich auch verfehlen, habe ich letztens irgendwann gelernt in den neuesten Gens. Warum auch immer. Und hoffentlich kann er nicht angreifen. Ich bin sogar schneller als Uhafnir. Gut, das heißt, er hat jetzt eine gute Spätzle. Vielleicht. Ach, Feuerschlag. Wenn jetzt die Verbrennung kommt, ne, dann raste ich aber komplett. Okay, die Frage ist: Uhafnir, greift er mich an? Also Vivillon oder er macht Rückenwind? Okay, nice, nice, nicht schlecht. Dann legen wir Stachler. Wir könnten noch einen Energieball draufballern, mache ich auch, aber ja. Wir müssten noch schneller sein, ja. Komm, hau noch einen Energieball raus. Das macht doch guten Schaden. Oh, es macht echt guten Schaden. Jetzt bin ich zwar tot und der hat, was ist das? Ach, der Schwächenschutz oder was? Als ob du einen Schwächenschutz drauf hast. Willst du mich verarschen? Oh, das ist jetzt gefährlich mit Rückenwind. Oh mein Gott. Rückenwind hält 5 Runden, ne? Ja, shit. Und Hitzewelle. Ah, verfehlt, geil. Schlaraffel muss eigentlich rein, ne? Behält es noch am ehesten aus. Schlaraffel, wir können jetzt theoretisch... Ah, ich habe halt ein Erdbeben. Das war eigentlich für Vivillon gedacht. Weil sonst haben wir keinen, der Erdbeben gut abfängt, ne? Nee, können wir vergessen. Das heißt, wir gehen jetzt auf Reflektor und gehen Def erhöhen. Gehen unsere Def erhöhen mit Backenstopfer. Denke ich, oder? War das klug? I don't know. Werden wir gleich sehen, ob das klug war. Der macht Erdbeben. Oh, scheiße. Alter, Clavion ist tot. Trotz Reflektor. Gut, Schwächenschutz, ne? Stärkt um... Ah, das war dann dumm. Ah, ja, okay, immerhin Paralyse, gut. Aber, Alter, das Groudon ist absolut gefährlich. Aber erstmal Backenstopfer. Erstmal... Komm, gönn dir. Also, jetzt haben wir erhöhte Spezialverteidigung und Verteidigung plus aufgefüllte KP. So, und jetzt, ich muss erst den Rückenwind ausdollen. Aber das Problem ist, dafür müsste ich halt das Uhafnir jetzt besiegen, damit das nicht nochmal rauskommen kann. Und das ist halt komplett hinfällig. Aber Erdbeben wird ja alles hops nehmen hier. Die Mäuse brauche ich noch. Ich muss Kurtel reinwechseln. Ach, das ist so belastend. Mein Schlaraffel kriegt nicht mehr so viel Schaden, ja. Aber, Bruder, wobei jetzt... Ach, das ist doch übelst kacke, Mann. Ja, das Groudon muss dran glauben. Warte mal, Body Press. Ist das stärker? Ich gehe auf Body Slam, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mach's safe. Ah, das ist so nervig. Oh, das Groudon ist doch... Warum hast du auch so ein OP-Legi dabei? Das ist schon wieder Betrug. Das war ein Crit gegen meinen Schlaraff. Was willst du dazu sagen? Wie viel Pech kann man haben? Mehr Pech geht doch schon wieder gar nicht, oder? Ja, jetzt haben wir verloren. 6-0 wird das. Es wird ein 6-0. Unfassbar. Unfassbar! Das trifft alle. Ja, das ist doch alles beschissen. Alles beschissen. Overdrive. Soll ich einfach jetzt überschalten? Nee, dann stirbt mein Vermiebs. Das ist eigentlich ist es egal, was wir machen. So einfach Terra-Mäuseplage. Mir reicht's jetzt. Und zwar, ey, Rückenwind kommt halt wieder raus, ne? Nein, ich wollte doch noch mal das wechseln. Scheiße, egal. Ist egal. Das pisst mich so an gerade. Ist der Wahnsinn. Crit gegen Schlaraffel. Jetzt habe ich extra dieses Boost drin gehabt, um dann weggecrittet zu werden. So, danke für nichts einfach. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Crits muss man einberechnen. Ja, natürlich kann man einberechnen, aber das ist doch schon Pech. Oder? Das Ding verreckt jetzt immerhin, aber jetzt kommt ein Erdbeben und dann sind wir beide wieder tot. Also eigentlich, ich hätte eigentlich das Groudon angegriffen. Ist auch egal. Es ist komplett egal, was sie gemacht hätten, weil wir ja eh verloren haben. Außer die Matschbombe, weiß ich nicht, kriegt jetzt übelst viel Schaden. Nein. Das heißt, wir werden jetzt beide verrecken, ja? Ja, wir sind tot. Tot. Wir haben verloren. Das war der beschissenste Kampf, den ich jemals gemacht habe, möchte ich mal sagen. Ich bin schockiert. Ich fand unser Team gar nicht mal so kacke, aber wir wurden einfach komplett hops genommen. Aber komplett. Freunde, das war der spannende Kampf unseres Lebens, das Booster Battle. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Wir hatten auf jeden Fall Chancen, aber ich glaube, wir hätten es auch so nicht geschafft. Also wenn der Crit nicht gewesen wäre, selbst dann glaube ich nicht, dass wir es geschafft hätten. Aber hey, es hat trotzdem Spaß gemacht, auch die Packs zu öffnen. Falls ihr das nochmal sehen wollt, wie gesagt, dann schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst irgendwann wieder. Ich wünsche euch noch einen brillanten, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.